Seit Menschengedenken bleiben an Ostern die Bänke in den Kirchen leer. Es gibt sicher einige Möglichkeiten, trotzdem über das Fernsehen, über Internet und andere Möglichkeiten an Gottesdiensten teilzunehmen, aber die Kirchen bleiben leer. Ostern findet trotzdem statt. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne diese Osterkerze und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit, sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns und bewahre uns Christus, der Herr. Christus ist glorreich auferstanden vom Tod, sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest im Kreise Ihrer Lieben. Passen Sie gut auf sich auf, das wünscht Ihnen Ihr Peter Jansen, Pfarrverweser in St. Josef und Martin in Langenfeld.